Hallo, willkommen zum 29. Teil meines Minecraft-Videorückblicks. Heute gibt es ein bisschen was zu sehen, wieder im Crafting-Lager, zusätzlich noch den Außenposten, der sich jetzt ein wenig gewandelt hat, und noch ein paar Kleinigkeiten der Spielwiese, außerdem noch so ein paar kleine Planungssachen. Gut, und Anfang macht heute mal die Spielwiese, denn die macht sich von der Erreichbarkeit jetzt gerade mit am besten. Denn dort hat ein unserer Member für den späteren Hafen was Schönes gebaut. Und zwar eine Art Hebevorrichtung. Die ist noch nicht ganz vollständig und hat sich mittlerweile auch schon wieder gewandelt. Allerdings ist die Idee dahinter, dass quasi dann hier ist das ist eine Art Becken. Und in diesem Becken kommt dann quasi Wasser rein, so wie jetzt hier gerade schon zu sehen. Und das komplette Becken kann dann nach oben unten transportiert werden. Soweit ich mitgekriegt habe, gibt es derzeit ein paar kleine Probleme. Und zwar, wenn sich das Wasser hier als Source-Blöcke einmal aufsetzt, beziehungsweise man zwei Schichten Wasser hätte, dann würde natürlich die obere Schicht des Wassers von den Frames nicht mehr erfasst werden. Und damit hätte man einen riesengroßen Wasserfall erzeugt. Dementsprechend darf das Becken, so wie es hier gerade zu sehen ist, nur noch eins tief sein. Wie sich das Ganze hier weiterentwickelt und wo wir es genau hinstellen, ist noch nicht ganz sicher, aber es ist eigentlich eine interessante Konstruktion und ich bin mal gespannt, was ich dann vielleicht nächste Woche zu zeigen habe. Es ist im Endeffekt so, dass hier diese komischen Säulen dann innerhalb des Erdreichs verschwinden und damit dann das Niveau von ja, dieser Stone-Anlage erreichen. Und außerdem kann dann neben dem ganzen Becken kann auch ein Tor geöffnet werden, damit sich dann diese Wassermengen miteinander verbinden. Ja, wie gesagt, wo wir es verwenden und wie wir es verwenden, ist noch nicht ganz geklärt, aber ich denke mal, es ist ganz spaßig und mal schauen, wo wir das dann hinstellen. Irgendwo beim Hafen sicherlich. Gut, des Weiteren, wie gesagt, wollte ich den Außenposten mal kurz zeigen, denn dort ist mittlerweile so ein bisschen was im Gange und denke, es lohnt sich mittlerweile mal vorbeizukommen. Wie der genaue Plan jetzt hier aussieht, ist mir noch nie so komplett bewusst. Er möchte, so wie es aussieht, eine Art Tempel hier drauf errichten und hat dazu ja erstmal diese riesengroße Mauer drumherum gezogen. Die Mauer ist im Endeffekt bloß dafür da, damit Spinnen und Monster nachts hier hochklettern können, so wie ich das zumindest bisher verstanden habe. Ansonsten hat er jetzt primär alles ausgeleuchtet, alles abgehackt und der hat, damit er jetzt einfach wirklich Platz hat, um hier in Ruhe einen großen Tempel zu errichten. Maschinentechnisch ist hier noch nie allzu viel im Gange. Er hat gesagt, er möchte die ganze Küche hier erstmal übernehmen. Er hat jetzt quasi, soweit ich es mitbekommen habe, einen Großteil der Geräte hier rausgerissen aus dem Boden. Und ja, mal schauen, also so wie es aussieht, wird es da ein bisschen Hilfestellung geben, sodass wir ihm da ein paar Tipps geben können, was denn an Geräten derzeit so schön zur Verfügung steht, weil die Geräte von IndustrialCraft sind durch GregTag für eine Einzelperson schon ziemlich teuer. Dementsprechend wird es wahrscheinlich dann auf Thermal Expansion oder irgendwas hinauslaufen und na, mal schauen. Ist halt ganz spaßig und ich denke mal, er hat eigentlich immer nur größere Bauten im Kopf und techniktechnisch ist da nicht so ultra viel zu tun. Aber ja, mal schauen. Bin gespannt, was hier am Ende entstehen wird. Die Gebäude der letzten Version, als wir ihn auf dem Server hatten, waren schon ziemlich monumental und mal gucken. Gut, des Weiteren seht ihr vielleicht schon, habe ich immer noch den doofen Request Over Order hier, den Remote Orderer dabei, denn wir sind mit dem AE-System noch nie so weit, wie wir eigentlich sein wollten. Allerdings könnten wir in der Theorie jetzt eigentlich schon alle kompletten Lagerbestände rübersetzen. Deswegen möchte ich das AE-System eventuell jetzt am Wochenende mit rüber kippen, aber ich glaube, das wird sich noch ein bisschen hinauszögern, denn wir haben einige andere kleine Probleme, um die wir uns zunächst mal kümmern müssen. Die werde ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen. Zum einen wäre da das Problem, dass wir zwar das AE-System hier komplett herholen könnten und haben auch schön ordentlich Zugriff über Wireless in dem ganzen Raum. Der fette Nachteil ist jetzt gerade aber, dass die ganze Küche noch im Rathaus steht. Und zusätzlich ist es so, dass hier unten noch einige kleine Sachen ausgebaut werden müssen. Auch die ganze Verkabelung und die komplette Energieversorgung steht noch nicht vollständig. Also die Maschinen sind jetzt zwar in der Theorie angeschlossen,
Die laufen jetzt alle über komplett ein Energiekabel. Der Nachteil ist jedoch, dass wir dort effektiv plus 512 EU drüber kriegen. Und beziehungsweise wir könnten auch 2048 drüber schieben, aber das Kraftwerk ist schon. Hey Creeper. Das Kraftwerk ist schon relativ gut ausgelastet. Dementsprechend mal gucken, wie wir das ja am Ende lösen werden. Derzeit ist halt so, das AE-System frisst, wie man hier schon sieht, 419 Units. Das entspricht über 210 EU pro Tick. Das heißt, ein Drittel unseres Kraftwerks geht alleine nur in die Instandhaltung des Systems, nur dass es läuft. Der Rest läuft dann halt noch in gewisse Maschinen, die dauerhaft Energie futtern. Das sind zum Beispiel hier dann die Induction Furnace und drüben das komplette AE, das komplette. Der Technologiepark Ost hängt auch alles komplett am Kraftwerk und dementsprechend so ultra viele Reserven haben wir nicht mehr. Und wir müssen das Kraftwerk eh komplett umbauen, denn die Steam Turbines sind an sich cool. Allerdings ist der Nachteil, dass man sie nicht nachfüllen kann, extrem. Denn mittlerweile ist es so, dass wir extrem schnell die Steam Turbines ja aufbrauchen, also ich glaube, die müssten schon wieder leer sein, ja. Und das ist einfach kein Zustand. Damit kann man nicht arbeiten, wenn man hier alle 2 Tage 1000 Eisen investieren muss, nur damit die Turbinen wieder laufen können. Und das ist halt ein bisschen problematisch, weil wir können nachts die kompletten Systeme nicht abschalten. Und selbst wenn hier niemand auf dem Server ist, läuft halt hier komplett alles. Und die Steam Turbines, die müssen arbeiten und arbeiten und arbeiten und kommen nicht zur Ruhe. Dementsprechend, wie gesagt, es gibt noch so Kleinigkeiten, die wir lösen müssen. Vielleicht kommt zusätzlich noch ein anderes Kraftwerk, was uns dann zusätzlich Minecraft-Code oder sowas liefert. Aber bis hier die komplette Küche steht und alles drumherum soweit läuft, wollen wir wahrscheinlich das Logipipe-System nicht komplett abschalten und auch nicht alles rüberschieben. Aber das, was bisher sortiert ist, ist eigentlich schon ganz passabel am Laufen. Zum Beispiel ist die komplette Bienenfabrik jetzt schon hier am Laufen und das Logipipe-System ist komplett da abgeschnitten. Und zusätzlich läuft ja auch schon die komplette Baumform drüber, die Steelfabrik und so weiter und so fort. Also es ist schon wirklich sehr, sehr gut am Laufen, das ganze System. Allerdings müssen wir, wie gesagt, vorher noch andere Dinge jetzt in Betracht ziehen, bevor wir dieses komplette Logipipe-System aufgeben. Denn ja, wenn hier oben keine Küche steht, dann kann man halt relativ wenig herstellen. Und dementsprechend müssen wir gucken, dass das alles vorher steht und dann gucken wir mal weiter. Gut. Des Weiteren möchte ich wahrscheinlich mit den nächsten Tagen, nachdem es die Zeit erlaubt, in Richtung der Bienenfabrik mit dem Ölkraftwerk starten. Also quasi eine riesengroße Raffinerie und dazu ein großes Turbinenhaus. Das Ganze wird auch wieder gechunkt, oder? Definitiv, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, das Kraftwerk hinten ist schon ganz gut am Arbeiten. Und dementsprechend werden wir wahrscheinlich hier dann noch ein bisschen zusätzliche Energie liefern, um primär dann die Bienenfabrik zum Beispiel mit zu versorgen und zusätzlich vielleicht auch noch dann das Crafting-Lager. Ja, wie möchte ich das ganze Haus bauen? Also steht jetzt noch nichts da, aber ich habe heute früh einen geilen Einfall gehabt. Und da verschlägt es mich vermutlich dann in Richtung Battlefield 2, denn dort gibt es auf der Karte Darking Ölfields ziemlich coole Raffinerie, die vermutlich auch relativ einfach herzustellen oder zu bauen ist. Und ja, die werde ich vermutlich dann hier hinsetzen. Das wird ein ziemlich großes Areal fassen am Ende, aber ich denke mal, die Raffinerie selbst dürfte dann nicht mehr als vielleicht zwei, drei Chunks groß sein. Hoffe ich zumindest. Und ja. Die Versorgung werde ich vermutlich über Bienen machen, denn direkt über die Bienenfabrik. Denn wirklich jeden Tag hier neue Ölquellen zu suchen, wäre zwar möglich, aber nicht unbedingt das, was man sich so unbedingt wünschen würde. Gut, und damit bin ich für den heutigen Teil des Minecraft-Video-Rückblicks fertig. Nächste Woche, wie gesagt, hoffe ich, dass wir vielleicht dann das AI-System wirklich ganz fertig haben und auch rübergeschoben haben. Allerdings brauchen wir da halt Leute, die dann auch in der Küche da ein bisschen was zusammen basteln. Ansonsten kommen wir da nur relativ langsam voran. Mods im Detail muss ich gucken, also ich möchte nur verkünden, dass die, nennen wir es mal, stressige Zeit vorbei ist. Das heißt, wenn ich Lust habe und Laune habe, werde ich auf jeden Fall mit Railcraft beginnen jetzt demnächst und da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Für die, die es vielleicht interessiert, ich werde es vermutlich so aufteilen. Ich werde Railcraft als Mods im Detail nur in Version 1.4.7 machen.
und dann als letzte Folge eine Update-Folge bringen mit allen Updates bis zur aktuellen Version. Das Ganze hat den Grund, dass der Großteil der Spieler derzeit eh noch auf 1.4.7 spielt, denn ohne Red Power und so weiter können die ganzen Feed the Beast Mod Packs und Tacket und so weiter und so fort können alle nicht updaten. Und damit, dementsprechend ist es halt so, dass es vielleicht doch ganz sinnvoll ist, erstmal nur die Version 1.4.7 als Mods im Detail durchzuprügeln und danach dann ein Update zu bringen mit allen Änderungen zu den neuen Versionen. Gut, und damit möchte ich mich, wie gesagt, für diese Folge verabschieden und würde sagen, bis zum nächsten Mal.